ist okay für einen Arbeitsplatz. Da weiß man, warum man die letzten 15 Jahre so viel reingesteckt hat, wenn man solche Möglichkeiten hat. Also, immer dranbleiben an eurem Traum. Irgendwann habt ihr die Möglichkeiten, verrückte Dinge zu tun. So wie ich jetzt hier auf der TUI Mindshift 6. Natürlich darf der Sport hier auf dem Schiff nicht fehlen. Nicht nur der Basketballsport, sondern wir wollen auch ein bisschen fit bleiben. Beziehungsweise fit bleiben ist bei uns ja eher weniger das Thema, sondern wieder reinkommen, oder? Genau, wie gesagt. Erstmal wieder in die Routine reinfinden. Das heißt, jeden Tag ein bisschen was machen. Ein bisschen Stabi, ein bisschen mobilisieren. Sind wir gerade hier bei Pull-Ups angekommen. Machen so eine kleine Leiter. 1 bis 5 Pull-Ups breit hoch, immer abwechselnd. Und jetzt 5 bis 1 nochmal runter, ganz entspannt. Einfach nur ein bisschen Spannung reinbringen in den Apparat. Nice. Stark. Mit dem Griff, das ist ja recht dankbar, hat man viel Bizeps drin. Das heißt, das ist relativ einfach, nicht so wie die Pull-Ups. Larry 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fail. Läuft schon? Ja, läuft schon. Nice. Der Fail ist mit drauf. Ja, super stabil, Junge. Das ist egal. Man gehört dazu. Scheitern ist Process. So. Dann nehmt ihr euch erstmal hier das Ausbalancieren. Aha. Möglichst gerade. Dann nehmt ihr euch noch kurz. Das Fitnessvideo. 5 Stück. 1, 2, 3. Ich glaube, es ist von der Seite besser. 4, gleich macht der Lars das dann. 5. Okay. 5 und 5. 5. 5 in die eine, 5 in die andere. 1. 2. Nice. 3. 4. 5. Es hat sich gerade rausgestellt, der Lars hat eine Übungsleiter-Lizenz für Ballsport, also für Patsy-Ball-Übungsleiter. Er macht jetzt Advanced Shit. Einmal Bauchplatscher und wieder auf die Knie. Heftig. Ja, der hat in Wirklichkeit als Kind so einen Ball und war immer zu Hause eingesperrt. Hausarrest. Nice. Einmal wollen wir es sehen. Wow. Alter. Props. Krass. Normalerweise müsste ich jetzt sagen, nicht zu Hause ausprobieren, aber ihr seid alle schon große, kräftige Athleten und stark im Chor. Da lassen wir uns nochmal im Hintergrund. Ihr könnt es machen. Nice, ey. Ich weiß nicht, ob ich das probieren will. Warte, es gibt auch. Wow, wir machen ein richtiges Übungstutorial mit Patsyball. Basketball Core Workout auf dem Patsyball. Wow. Okay, wir unterbrechen das an dieser Stelle. Ihr habt genug Eindrücke von unserem Patsyball-Workout. Let's go. Wir sind mal wieder mitten auf See, auf dem Weg zum Training. Und hier seht ihr, wie es aussieht, wenn man einmal außen ums Schiff rumläuft. Da bis zum Horizont Meer. Da oben die ganzen Außenkabinen. Und wir gehen jetzt hier lang, mal außen lang zu unserem Court. Lars rastet aus. So, kurz vor der Trainingseinheit will ich euch diesen wunderschönen Sonnenuntergang und das Panorama und den Flair hier vom Court nicht voreinhalten. Deswegen checkt das mal ab da hinten, ey. Wow!
Camp ist zu Ende und jedes Mal, wenn es zu Ende geht, so gegen 22 Uhr, kommen die Filipinos an den Start. Die Jungs, die auf dem Schiff arbeiten, sind zum größten Teil Filipinos oder Indonesier. Und wir kennen das ja schon von unserer Philippinen-Tour 2012, die 3 Wochen, die wir gemacht haben. Könnt ihr auch hier auf YouTube checken. Die Filipinos lieben Basketball, es ist eine Religion da. Und ja, die Jungs haben so viel Love for the Game, es ist so nice zu sehen, wieder hier den guten alten Filipino-Style. Duracell Basketball, Up and Down Basketball, just for fun, ist so nice. Checkt's mal ab. Filipino Basketball auf der TUI Mindshift 6. Derrick Rose!